Und herzlich willkommen. Wir sind wieder mal irgendwo im Nirgendwo, irgendwo auf Mallorca. Wir sind auf irgendeiner Finca von irgendeinem Fußballstar, ungefähr genauso alt wie ich. Unter Giovanni Trapattoni hat er auch mal gespielt. Also wir wollen ja keine Namen benennen, aber wir sind auf einem Anwesen, was er mal gebaut hat. Hier stand mal ursprünglich eine alte Finca. Dann ist die alte Finca abgerissen worden und dann ist was Neues gebaut worden. Das Ganze steht hier noch im Rohbauzustand, weil man vergessen hat, die Maße einzuhalten. Also der Architekt hat sich so ein bisschen vertan hier und so ist das Ganze dann mal aufgegeben worden. Ich bin im Eingang zum Pooltechnikraum, will mal gucken, ob die Pooltechnik noch da ist und was man hier sonst macht. Ja, das Erste, was uns auffällt, sind so ein paar Latschen. Die hat jemand hier liegen lassen und jede Menge Müll. Da steht ein Teller, ein Farbeimer und hier ein bisschen Müll, da ein bisschen Müll. Und hier geht es eigentlich in die Pooltechnik rein und da ist aber nichts mehr da. Was wir sehen, hier hat zuletzt jemand gewohnt. Da vorne ist das Schlaflager. Da hat sich das jemand gemütlich gemacht. Passt ja auch zur Situation im Moment auf Mallorca, denn viele Leute, und das kann ich hier an diesem Ort mal zeigen, wohnen tatsächlich so. Also da ist das Schlaflager, hier war noch mal ein Gasherd, aber der junge Mann ist dann wohl irgendwann mal von der Polizei hier vertrieben worden. Ja, und warum die Polizei ihn hier vertrieben hat, glaube ich, kann man erkennen, denn das Ganze muss hier irgendwann mal angefangen haben zu brennen. Sieht ganz nach Brandstiftung aus oder vielleicht ist dem armen Obdachlosen beim Kochen irgendwas schiefgelaufen. Nichts Genaues weiß man. Und der Hausbewohner hat natürlich seinen Müll ordentlich gesammelt und hier im Überlauf vom ehemaligen Pool abgelegt. Es wäre noch ein bisschen Platz gewesen hier für weiteren Müll. Irgendwo muss der dann ja hin. Mit Vorliebe hat er dann Fanta getrunken oder dann eben den Ersatzorangensaft von Mercadona. Ja, guck mal an, was da alles zusammenkommt. Hier sehen wir dann den Pool. War zumindest mal als Pool geplant. Wenn wir uns das mal anschauen. Ja, jetzt ist es so eine kleine Mülllagerstätte. Da ist noch eine Geschirrspülmaschine. Dann sehen wir aber auch, dass der Pool nie fertig geworden wäre. Also er ist schon relativ lang. Und da hat jetzt auch noch mal jemand draufgesprüht. Piscina, das ist das spanische Wort für Schwimmbad, ja. Eigentlich schön, ne? Schon eine kleine Flachzone. Und dann geht es hier in den Schwimmerbereich. Aber wie gesagt, nie fertig geworden. Und dahinter, ja, das Haus, was eigentlich viel zu groß war und dann irgendwann mal ausgebrannt wurde. Das Feuer hat hier wohl auch richtig gewütet. Guckt euch mal an, die Kieselsteine, die wir da sehen, die waren mal hier oben auf dem Dach. Man hat also das Dach, was jetzt inzwischen nicht mehr da ist, mit Kieselsteinen verfüllt. Und ja, hier hat sich dann die Isolierung aufgelöst, ist auch richtig weggebrannt. Und schade eigentlich. Da sehen wir noch mehr Kies. Hier hat ein Sprayer sich verewigt. Ne? Raucherzone hier. Ein Bild von 2020 und darunter dann, ja, könnte fast eine Zigarette sein, also wie so ein Kunstwerk. Das habe ich da jetzt nicht hingelegt, das lag da so, also als wäre dem gerade die Fluppe aus dem Hals gefallen. Ob dieses Gebilde vor dem Brand entstanden ist, weiß ich nicht. Und ob der Spieler vielleicht die Nummer 12 hatte, wie wir sie da hinten sehen, wissen wir auch nicht. Aber was wir wissen, das ist, dass das der Vogel Phönix aus der Asche ist. Ja, da ist der Phönix, aber auch der hat Probleme mit dem Fliegen. Da bröckelt jetzt hier schon die Isolierung weg. Also da sehen wir das auch nicht. Da unter ist Styropor und das hat beim Brand also richtig gebrannt. Und war gut Nährstoff für das Feuer. Und da drauf ist hier dieser Phönix gemalt. Aber wie gesagt, im Nachhinein, seht ihr, der Phönix hat sogar ein Innenleben. Phönix, der Vögel aus der Asche. Ja, und das ist eine schöne Terrasse eigentlich, nicht? Ordentlich Holz verbaut hier. Das ist ordentlich Brandlast, wie man so schön sagt.
dass der Pool nicht fertig wurde, das kann man eigentlich ganz gut an diesen Kunststoffrohren hier sehen, die hier überall rausschauen. Das werden mal die Einlaufdüsen gewesen sein. Da drüber ist dann der Überlauf und dahinter war der Schwallwassertank. So, woran ich das erkenne, ist ganz einfach. Die Rohre, die werden einfach nach dem Verfliesen erst abgeschnitten und dann kommen die Düsen dort eingeklebt. Also war das Ganze auf jeden Fall noch mitten in der Bauphase. Wir sind in einem der Schlafzimmer, zumindest was da noch von übergeblieben ist, die Decke runtergefallen, eingestürzt und hier geht es dann in die Toilette. Also ein eigenes WC hat es gehabt hier, schön geräumiges Schlafzimmer und da drüben geht es in den Wohnbereich. Ja, und was sagt man als Prominenter, Spaß kostet, das hat man sich damals bei dem Bau dieser Villa auch gedacht. Ein optimaler Blick auf die alten Windmühlen hier und das konnte man sogar vom Pool aus genießen. Ja, und auch hier wurden deutsche Produkte verbaut, zumindest in der Sicherheitstechnik. Guckt euch diese Tür mal an, ich muss euch das mal eben zeigen. Seht ihr das? Da fahren mehrere Bolzen aus der Tür heraus. Und haben dann das Haus wirklich sicher abgeschlossen. Aber letztendlich hat es nichts gebracht. Hier haben sich einige verewigt. Ich habe gerade mal nachgefragt, was das dort heißt. Also da gibt es ein Anschreiben und eine Antwort. Das andere heißt, erst küsst du mich und danach zerstörst du mich. Und dann steht hier unten drunter, ja, stimmt, ich habe immer noch deinen Geschmack auf meinen Lippen. Ja, und das scheint die passende Antwort zu diesem Haus hier zu sein. So, auf den ersten Blick erkennt ihr hier eigentlich einen Haufen Sprayereien mit T-Amor. Also ich, T-Amor, genau, du sagtest T-Amor, mi vida, mein Leben. Ja, mein Leben ist für viele Frauen die Küche gewesen. Da sehen wir auch die Anschlüsse für die Küche. Dort unten Spülmaschinenanschluss mit extra versenktem Siphon, damit das nicht noch unter die Spüle muss. Ja, ein Haufen Anschlüsse, hier ein Haufen Steckdosen für die Arbeitsplatte, da nochmal ein Anschluss für den Kühlschrank und da oben natürlich Anschluss für die Dunstabzugshaube mit extra Steckdose. Und hier war irgendwie wohl eine Lampe geplant. Ja, und was das Interessante ist, die Frau, die hier kocht, die hatte ja keine Möglichkeit nach draußen zu gucken, obwohl man eigentlich, wenn man den Herd hier hätte hingebaut, guckt euch das mal an, hätte man einen mega Ausblick. Seht ihr hier die Natursteinmauer, mit Naturstein versehen und aufeinandergelegt, nur damit ihr mal so ein paar Zahlen habt. Hier kostet der Quadratmeter ungefähr 800 Euro, wenn man sich das mal machen lässt. Also ich weiß nicht, ob es dann irgendwann Mengenrabatt gibt, aber ich glaube, hier sind einige Quadratmeter verbaut worden. Ja, was wir hier sehen, ist der Fußbodenheizungsverteiler. Hier haben wir richtig schöne große Kacheln. Die haben auch den Brand gut überstanden. Und von hier aus ist es dann in so kleine Rohre verteilt worden. Diese Rohre müssen immer diffusionsdicht sein, sonst hat man sofort Rostwasser überall in den Leitungen drin. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist hier ein Schweizer Produkt, was man verbaut hat, weil das waren so die ersten damals, die mit diesem Kunststoff Verbundrohren angefangen sind. Also Kunststoff-Purrohr, da ist das etwas dickere auch als Zuleitung. Und hier haben wir ein etwas dünneres als Ableitung. Wichtig war, dass es denn diffusionsdicht ist. Hier ist so eine Art Lack drauf, damit Sauerstoff nicht diffundiert. So, ich habe erst gedacht, das ist ein Obdachloser, der hier gewohnt hat. Aber ich glaube eher, das ist eine Frau, weil ich habe eben hier hintergeguckt. Was ist das denn? Guckt euch das mal an, was da ist. Greifen da mal eben rein. Seht ihr das? Da hat jemand einen grünen Nagellack. Also könnte sein, dass hier eine Frau gewohnt hat zuletzt. Und hier in der Ecke noch ein Koffer von der letzten Reise. Nie abgeholt, hier vergessen.
oder mit einem Stein beschwert und wollte den denn vielleicht versenken. Vielleicht waren hier die Millionen drin, in dem Koffer, der dann irgendwann mal irgendwo versenkt werden sollte, damit er nicht noch als Beweis irgendwo liegen bleibt. Aber gut, schon lange her und ja, auf jeden Fall mega verstaubt das Ding. Guckt euch das mal an. Wir hatten eben noch den Koffer und jetzt gehen wir ein Stück zurück. Da hat hier nachträglich jemand Beton reingemacht. Hat jemand hier die Millionen etwa einbetoniert? Hier eine Leiche begraben? Alles merkwürdig. Oh, guckt mal hier. Hier sind irgendwie... Was ist das denn, das Blutspritzer? Ist das Blut? Nein. Aber auf jeden Fall, was noch viel schlimmer ist, das ist tatsächlich nur Farbe, nicht? Also das hier, guck mal, das kann man nicht wegmachen. Nee, das ist einfach Farbe. Aber hier sind richtige Risse in den Wänden drin. Guckt euch das mal an, da kann ich mein Handy reinschieben, wenn ich das möchte. Nicht? Also ich nehme mal mein Mikrofon, das ist, ihr wisst ja ungefähr, wie dick das ist hier. Guckt euch das mal an, hier. Das Pass kann ich da drin versenken. So groß ist der Riss. Also richtige Setzrisse durch den Brand wahrscheinlich verursacht, oder? Weil der Fels sich hier bewegt hat. Das Ganze ist also praktisch nicht so stabil. Obwohl mancher Maler würde sagen, auch ein bisschen Gewebe drüber. Und ich, das sehen wir, da hat schon mal jemand mit Gewebe gearbeitet hier. Verspachtelt und fertig. Merkt dann keine Sau, kann man dann wieder gut verkaufen. Naja, oder dann lief hier lieber doch ein kleines Paulaner für zwischendurch hier. Ja, warum nicht? Hefeweißbier. War das nicht der Trapattoni, der immer gesagt hat, ihr, was macht ihr denn da und so weiter? Wisst ihr noch diesen Spruch? War das nicht Giovanni Trapattoni? Was bildet ihr euch ein? Wie hieß das noch? Wie ging das noch? Genau, Flasche leer. Rico sagt mir das gerade. Rico, weißt du noch, wie dieser Spruch ging? Ich weiß nicht mehr, aber gibt es auch noch im Internet. Muss auch mal gucken. Ja, also irgendwie, ihr spiele wie Flasche leer. Ist das einer dieser Fußballer gewesen, der hier seinen Paulaner getrunken hat? Hier, genau. Oder hat man sich dann hier wieder versöhnt auf dem Paulaner? Man weiß es nicht, nicht? Also, ja, hier geht's weiter. Da haben einige Leute jetzt Symbole aufgemalt. Hier, das ist ein Dämoni. Da haben wir das allsehende Auge. Da haben wir wieder jemanden, der am Rauchen ist. Und da muss ich nochmal wieder meine Lampe anmachen. Was das denn? Da ist das nächste Schlaflager. Guckt euch das mal an. Und das sieht fast so aus, als wäre es vor kurzem erst verlassen worden. Hier irgendwie noch so eine Grabeskerze, eine Trinkflasche. Ja. Das ist übrigens, wäre nicht außergewöhnlich, wenn hier tatsächlich noch jemand wohnt. Also, ja, Zustände im Moment. Die Insel steht still und, ja, manche wohnen in solchen Gebäuden hier. Jetzt fällt es mir wieder ein. Was erlauben Strunz, hat er sich gesagt. Nicht? Also genau, und hier ist das Kochlager gewesen. Also da ein Spiegel, aber ich glaube, da ging das wohl nicht ums Kochen, sondern eher um was anderes. Duschgel daneben. Na, die Cola da hinten spricht dafür, dass hier länger keiner mehr war. Also, ei. Und hier eine Babybadewanne. Da wollen wir mal hoffen, dass die hier nicht mit einem kleinen Kind noch gewohnt haben. Oder vielleicht ist diese Wanne auch von dem Fußballspieler noch? Sind die hier schon eingezogen? Oder hat hier eine Obdachlose mit Kind gewohnt? Hat hier ihr Baby gewaschen und hat dieses Gebäude einfach für sich benutzt? Man weiß es nicht. Ja, hier ist noch eine Zeitung von 2020. Da ist ein Zeitungsartikel, der sagt uns, dass hier ein Mann seinen kleinen Sohn umgebracht hat und dann vor der Polizei geflüchtet ist. Und man hat ihn dann doch noch geschnappt. Ja, manchmal ist das schon komisch, nicht? Erst haben wir noch hier diese Babywanne und dann sehen wir hier so einen Zeitungsartikel. Man sagt ja, Mallorca ist eines der Orte, wo die größten oder meisten paranormalen Ereignisse sind. Vielleicht soll uns dieser Artikel was sagen. Dieses Haus ist eigentlich
einfach komisch. Und da steht's auch. Un poco loco, ein bisschen verrückt. Ja, und wenn ihr glaubt, das sind zwei Brüste, nee, das könnte auch was anderes sein. Und letztendlich könnte es auch ein W sein. Oder ein Dom. Oder, ja, whatever. Zwei Kirschen vielleicht? Man weiß es nicht. Oder hat sich hier eigentlich nur jemand in Kunst versucht? Guckt mal hier, bisschen Gips, ein paar Glassplitter mit rein. Denn roten Gips, da sind irgendwelche Hände, so ausziehende Hände. Dann hier gelber Gips, so grün-gelber Gips. Und dann das allsehende Auge. Und hier ist das Auge, worum es heißt, man soll eigentlich nicht böse drüber reden. Nicht? Also, ja, Big Brother is watching you. Auf Mallorca gibt es ja kein Pfandsystem. Wäre das so, dann hätten hier vielleicht die Obdachlosen ihre Dosen eingesammelt. Energy Drink, hier nochmal für einen Euro, ja, wie heißt das noch? Auch nochmal wieder so ein Energy Drink. Denn da noch mehr, da hinten eine Dose Bier, noch eine Dose Eistee, ja, das wäre schon, hier liegen, wenn wir da, boah, ich weiß nicht, was kostet eine Dose, 25 Cent? Na, Baba, hier geht schon so ein Euro nach dem anderen eigentlich flöten, dadurch, dass es hier kein Pfandsystem gibt. Und das bleibt dann einfach da liegen, wo es ist. Eigentlich ist es bei Architekten doch immer das Gleiche. Es gibt einen Eingang und dann gibt es sofort das Gäste-WC, damit ja keiner von den Gästen auf eines der Privat-WCs muss. Aber steht es auch dran, WC, inzwischen ist es die Abkürzung für wohl kaum. Ich glaube kaum einer dran, dass hier irgendwann nochmal ein WC eingebaut wird. Und von dieser Seite sieht das Haus noch richtig schick aus. Also da könnte man mit ein bisschen Spachteln auch wieder was hinbekommen. Dann wäre das wieder hübsch. Ein paar neue Fenster rein, aber naja, ich glaube, hier wird es nie wieder eine Baugenehmigung für geben. Ja, und wir haben hier wieder deutschsprachige Ursprünge, Steckdosen, das heißt Steckdosen extern. Und hier wird dann auch noch ein deutscher Elektriker gearbeitet haben. Aber ja, entweder waren hier Kupferdiebe oder der Elektriker hat seine Rechnung nicht bezahlt bekommen und hat hier nochmal eben selber Hand angelegt und das gerettet, was er retten konnte. Also nichts Genaues weiß man, aber wäre jetzt keine Seltenheit für diese Insel. Ja, das war's mal wieder. Wieder ein neuer Lost Place hier irgendwo im Nirgendwo, irgendwo auf Mallorca. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wenn ja, teilt das. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann aktiviert die Abo-Glocke. Dann seid ihr auf jeden Fall immer informiert, wenn es was Neues gibt. Also von der Fußballer-Villa, Obdachlosen-Villa, so ein bisschen, wie sagt der Spanier, Mezcla. So ein Mix daraus. Aber wie gesagt, nichts Genaues weiß man. Es ist irgendwo im Nirgendwo, irgendwo auf Mallorca. Ich sage tschüss und wir sehen uns.